Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Knochens E-Sport Sofa. Heute sind wir zu Gast in Berlin und besuchen den Kaldor. Wir stehen hier gerade vor der Siegessäule. Den Kaldor holen wir jetzt ab und wie es gehört, werden wir ein bisschen Frühsport machen. Später am Tage geht es dann in einen Kletterwald. Ich freue mich auf den Tag und euch viel Spaß bei der Sendung. Gerne mal einen Tag tauschen würde, wäre, glaube ich, wirklich bei Dreharbeiten Vin Diesel. Ich weiß nicht genau, was es damals war. Ich weiß, dass ich auf dem uralten ersten 386er Laptop oder so von meinem Onkel damals Sokoban gespielt habe, Arkanoid und Duke Nukem 1 und 2. Spitznamen, wo ich wirklich gar nicht mag. Also bis jetzt kam noch keiner auf irgendeine tolle Idee, die sich durchgesetzt hat, die mir jetzt wirklich auf den Geist gegangen ist. Mal abgesehen davon, dass manche Leute früher in der Grundschule halt super kreativ sein wollten, aus Kilian dann Killer und Tintenkiller gemacht haben. Aber das war so bescheuert, dass sich das nicht mal eine Woche gehalten hat, von daher. Ich bin absoluter Frühaufsteher. Loyalität. Ehrlichkeit. Ja, das war's. Abendessen. Keine Ahnung, aber nicht beim Vorstellungsgespräch sind, muss mir ja nichts aus den Fingern saugen. Von daher würde ich mal sagen, dass meine größte Stärke eigentlich ist, dass ich recht zielstrebig bin. Und auf Kadir. Es gibt nichts zu essen, wenn du den nicht hochholst. Wie oft gehst du die Woche trainieren? Hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich habe. Eigentlich versuche ich mindestens dreimal zu gehen. Wenn es gut läuft mit einem Kollegen, dann sind wir normalerweise so um die fünfmal im Studio. Aber das ist halt wirklich eine Woche, wo es wirklich gut klappt. Also in der Regel, solange wir es dreimal hinkriegen, ist in Ordnung. Kannst auch mal ein bisschen leiden lassen. Ja, hau rein. Heute Motto, hier kennst du ja, oder? Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Was haben wir jetzt drauf? 40? Das sind 80. Du willst jetzt 100 Kilo drücken? Nee, ich will 80 machen, mit dir.
Ohne umbringen. Wie viel hast du vor? Einen. Fair enough. Einer mit 80 reicht. So breit. Das machen wir mal vorne. Sich raushelfen? Bestimmt. Dann komm. Und noch einer. Und komm. Können wir da echt noch die 100 machen, du? Willst du sie, die 100? Du kriegst ja die 100. Wir müssen es ja machen. Wir müssen es ja. Es geht ja kein Weg dran vorbei. Würdest du sagen, dass wenn du kein Fitness machst oder so, dass dir dann der Ausgleich fehlt? Auf jeden Fall. Also letzten Endes kannst du sagen, wenn ich überhaupt keinen Sport mache, gar keinen, fühle ich mich, als ob ich eine Woche nicht geduscht hätte. Okay. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Also grundsätzlich so, wenn ich überhaupt keinen Sport mache, dann fühle ich mich irgendwie auch unwohl und werde auch übelst krantig. Also ich brauche irgendwas als Ausgleich zum Arbeiten, egal ob es das E-Sport ist oder halt eben was anderes. Früher im Studio war es genauso. Also letzten Endes gerade wegen Klausurenphasen. Ich habe immer geguckt, dass ich mindestens, selbst wenn wir die heftigsten Klausurenphasen hatten, zweimal in der Woche im Studio war. Einfach weil du halt locker, easy, einfach mal Kopfhörer auf die Ohren, Musik, abschalten, komplett relaxen. Und ohne das ist einfach, fehlt was. Man kennt es ja auch noch von früher, wo du dann auf verschiedenen Events warst, wo du gesagt hast, ich muss jetzt irgendwo ins Studio gehen, ich muss irgendwo trainieren. WCG 2008 in Köln, ne? Genau. Noch schön deinen Ausweis damals richtig, mitgenommen, ja. Damit ich dann wenigstens noch ein bisschen pumpen konnte. Ja, ist faszinierend, auf jeden Fall. Gibt es auch andere Sportarten, wo du sagst, gut, wenn du jetzt nicht Fitness machst, dann reicht es ja auch, wenn du irgendwie laufen gehst oder so? Gehst du joggen gerne? Geht so. Also das Problem mit Joggen ist, dass ich durch einen Fahrradunfall, den ich gerade im Meniskusanriss habe, der ist gerade so weit, dass du ihn eben nicht operieren musst. Also wenn ich zum Arzt gehe, ich war schon bei ziemlich vielen Spezialisten, die meinten halt, kann man operieren, muss man aber nicht, müssen sie wissen, wie sie mit klarkommen. Deswegen jogge ich eigentlich ungern, weil ich wenn ich es irgendwie eine Woche lang wirklich jeden Tag mal gucke, dass ich eine Stunde oder länger jogge, merke ich irgendwann, dass ich auf den Knien Druck habe. Lustigerweise kriege ich das Problem überhaupt nicht, wenn ich Fußball spiele oder wenn ich Football spiele. Das habe ich irgendwie nie verstanden, weil da müsste es ja eigentlich noch ein bisschen krasser sein durch dieses Stop-and-Go. Ja. Aber es ist anscheinend vor allem dadurch bedingt, auf welchen Untergründen ich mich halt bewege. Deswegen fahre ich eigentlich lieber Rennrad, wenn ich so irgendwas mache, wobei ich in Berlin bis jetzt noch nie so die Chance dazu gehabt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. War bei dir eher der Teamsport im Vordergrund oder eher so der Einzelsport, wenn du wettkampfmäßig irgendwas gemacht hast? War mir eigentlich meistens relativ egal. Also ich habe relativ lange in Einzelsportarten Leichtathletik zum Beispiel gemacht, dann habe Speerwurf gemacht und Langstreckenlauf und Sprints und habe ansonsten eben im Fußball mal noch ein Teamsport, Judo habe ich lang, war ich auf vielen Turnieren und ja, grundsätzlich, also was den Wettkampf betrifft, was mir eigentlich relativ wenig, egal ob du jetzt im Einzelsportart oder im Mehrfachsportart bist. Was bei den Sachen dann aber auch, dass du da immer relativ weit vorne dabei warst? Ja, also was Sport angeht, bin ich grundsätzlich ein Allrounder. Ich bin überall ziemlich gut, aber nirgends jetzt wirklich absolute perfekt. Topspitze. Also wir haben früher dann auch teilweise eben noch während der Abi-Zeit ich hatte Sport-LK auch, habe dann unter anderem eben als Prüfungsfach dann auch Turnen genommen und wir haben halt auch die Stadtmeisterschaften im Turnen dann immer dabei gehabt. Wir hatten noch einen ehemaligen deutschen Meister bei uns mit in der Klasse drin. Das war halt schon ziemlich geil und dementsprechend sind wir dann auch noch auf die Turnweltmeisterschaften gegangen. Das war ganz cool. Ja. Aber grundsätzlich bis auf Schwimmen. Schwimmen ist, also was Wettkampf angeht, überhaupt nicht meins. War es eigentlich immer so, dass egal welche Sportart wir gemacht haben, wenn es mir Spaß gemacht hat, dann war ich irgendwo oben mit dabei, aber jetzt nie eben mit einem absoluten Top 3 oder sowas. Okay, jetzt erstmal die Ellenbogen noch hinten. Boah.
Und komm. Leck. Sieht gut aus, hä? Super Leistung. Machen wir 120, komm. Wie sieht so das Nachtleben bei dir aus, wenn du nicht im Studio sitzt? Es kommt drauf an. Also wenn Kumpels weggehen oder sowas, dann auf jeden Fall. Es ist teilweise eben ein bisschen dadurch eingeschränkt, dass ich oft am Wochenende auch gerade abends eben Casts habe. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause Freunde besuche, in der Gegend um Mannheim rum, dann gehen wir eigentlich immer weg. Und hier in Berlin gibt es natürlich auch immer wieder die Gelegenheit, mal fortzugehen. Also wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann immer gerne, muss aber nicht jedes Wochenende sein. Also ich bin auch mal ganz zufrieden, wenn ich mal ein Wochenende meine Ruhe habe und zu Hause bin oder man sich zu zweit einen gemütlichen Abend macht. Von daher, es muss nicht immer Party sein, aber immer mal wieder gerne. Aber ich muss mich jetzt nicht jedes Wochenende wegschießen, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Du bist ja auch schon auf deine 30, von daher? Yep, auf jeden Fall. Dieses Jahr kommen die große 3. Ja. Und dann wird nochmal schön runtergesprungen von der Brücke. Hast du ein Problem mit dem Alter oder freust du dich darauf, jetzt 30 zu werden? Es hat für mich ehrlich gesagt keine sonderliche Relevanz. Ich fühle mich jetzt nicht, als ob ich alt werden würde und von daher ist es für mich momentan einfach nur eine andere Zahl. Es ist ganz cool, weil es eben von der Zahl her ein bisschen Grund zum Feiern gibt und weil wir uns da was ganz Nettes überlegt haben. Ich habe in Australien jemanden kennengelernt, mit dem ich mich blendend verstanden habe. Das ist wie ein Bruder für mich gewesen dort. Und er hat exakt am gleichen Tag wie ich Geburtstag, auch aufs Jahr. Am Anfang hat man nur noch gedacht, dass die Leute uns verarschen wollen, dass es irgendwie ein arrangierter Scherz war. Aber er ist eben auch Neuseeländer und ist jetzt auch zu unserem 30. in Neuseeland. Meine beste Freundin ist momentan in Australien unterwegs und mit der habe ich schon verabredet, dass wir dann eben Punkt zum 15. August uns in Neuseeland treffen, dass wir zusammen dann auch mit dem Kollegen eben nochmal den Bungee-Jump machen, den ich vor einem Jahr schon gemacht habe. Die ganzen 134 Meter vom Nevis schön wieder runter in die Schlucht und sozusagen ins neue Jahr, ins neue Lebensjahr reinspringen. Du hast gesagt, war wie ein Bruder für dich. Hast du Geschwister? Ich habe, also bei mir ist das Ganze ein bisschen kompliziert. Ich habe grundsätzlich eine Schwester, mit der ich aufgewachsen bin. Okay. Allerdings habe ich mein Vater ist sozusagen nicht mein leiblicher Vater. Okay. Nicht mein Erzeuger, sondern meine Mutter und er haben sich getrennt, als ich noch ein paar Monate alt war. Und über ihn habe ich nochmal 4 Geschwister, 2 Mädels und 2 Jungs. Die Jungs sind Zwillinge. Habe es allerdings noch nie gesehen. Okay. Und das Ganze ist auch ein bisschen, nennen wir es mal ein bisschen tragisch, ich habe ihn selber nie gesehen, ich habe mit ihm ein paar Mal telefoniert. Okay. Ich glaube, er hat sich zum ersten Mal gemeldet, als ich 18 war. Und wir haben immer mal wieder drüber gequatscht, ob wir uns eben mal treffen, ob man sich mal zusammen einfach mal irgendwo hinsetzt, ein bisschen kennenlernt und dann halt auch mal die Familie vielleicht irgendwann kennenlernt. Und es hat sich nie wirklich so ergeben und wir haben beide auch so gedacht, so gut, wir haben ja noch Zeit, das passt. Und das Problem war dann, dass ich irgendwann, als ich in Australien war, plötzlich eine E-Mail gekriegt habe von einem Rechtsanwalt. Und letzten Endes habe ich dann zurückgerufen und hat sich herausgestellt, dass mein leiblicher Vater an einer Herzattacke beim Joggen anscheinend im Hochsommer gestorben ist. Okay. Und das war schon ein bisschen schwer zu verdauen. Also letzten Endes, ich habe insgesamt 5 Geschwister, aber kennen tue ich davon wirklich nur meine eine Schwester. Und ich habe mich damals dann noch ein bisschen per E-Mail mit der Frau von meinem Erzeuger eben ausgetauscht. Und letzten Endes läuft es halt darauf raus, dass ich mich jetzt auch weder der Family in irgendeiner Weise da ist, aufdrängen will. Ja. Und gemeint habe, also die Mädels sind jetzt glaube ich gerade mal 18, 19, die Jungs sind so um die 13, 14. Okay. Und habe halt gemeint, letzten Endes, ich habe herzlich gerne mit denen Kontakt, würde mich auch drüber freuen. Aber es ist halt ihre Entscheidung, ob sie mit mir da den Kontakt aufnehmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass eben jetzt gerade der Vater verstorben ist, war das dann schon so ein bisschen tricky, wo ich gemeint habe, gut, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Gelegenheit, um sich dann wirklich da auch nochmal so in dieses Leben reinzudrängen. Und ich hoffe mal, dass man sich irgendwann zusammen trifft und auch mal zusammensetzt, aber ich denke, es braucht halt auch noch ein bisschen Zeit. Wie sieht es bei dir frauentechnisch aus? Gibt es eine Freundin oder du sagst, da könnte bald mal irgendwas? Nichts Festes. Momentan ist nichts, wo ich irgendwie sage, es wird sich wirklich auf eine feste Beziehung auslaufen. Okay.
Also fehlt dir aber auch nichts, oder dass du sagst, ich will eigentlich jetzt mal gerne eine Freundin, mit der man längerfristig planen kann? Also ich meine, voraussehen lässt sich nicht. Ich kann mir momentan nichts Festes vorstellen. Das heißt nicht, dass es nicht wirklich dann irgendwie doch so darauf hinausläuft. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich extrem wählerisch bin, was sowas angeht. Ich habe an festen Beziehungen habe ich in meinem Leben, glaube ich, erst zwei gehabt, die ich wirklich als Beziehung bezeichnen würde, die länger gingen. Also wo ich sage, okay, das war aus meiner Sicht heraus was Ernstes. Und alles andere sind dann eher, ich will es nicht Techtelmechtel nennen, weil das dem Ganzen irgendwie nicht auch so wirklich gerecht wird. Also ich habe schon irgendwann mal, nenn es von mir aus, verlängerte Affären gehabt, wo man dann über ein Jahr hinweg oder so stark in Kontakt stand, was auch jetzt keine Bettgeschichten in dem Sinne war, sondern wo man einfach auch viel zusammen unternimmt, ob das jetzt ins Kino gehen ist oder sonst was, was allerdings keine feste Beziehung in dem Sinne war. Und wo für mich einfach an einem gewissen Punkt auch klar war, okay, ich mag die Frau, es passt, man hat viel Spaß zusammen, aber es ist einfach gefühlstechnisch nicht so viel, dass ich jetzt wirklich sagen kann, okay, ich will mit der Frau jetzt wirklich über Jahre hinweg zusammen sein. Und ich bin da ein bisschen eigen, was das angeht. Also ich kenne einen Haufen anderer Freunde von mir oder Bekannte, die mehr oder weniger aus einer Beziehung in die nächste reinstürzen oder sich eben Hals über Kopf ruckzuck verlieben können. Das geht mir meistens eher nicht so. Also das kann zwar schon vorkommen, aber es ist, wie gesagt, eigentlich extrem selten. So, ich habe 60 Kilo Kilokalorien. Ich würde sagen, ich habe dich mit 8 übertrumpft, dann würde ich sagen, machen wir mal Pause. Willkommen bei uns im Kleinbau Kletterwald in Henningsdorf. Hier gibt es immer erstmal die Helme. Der Aufkleber ist bei uns vorn. Hinten habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, einfach hier ziehen, geht die Lasche auf, könnt ihr den Kopfumfang anpassen, dann einfach zumachen, ist er wieder fest. Unten am Kinn dann auch nochmal die Möglichkeit, einfach hier ziehen, könnt ihr nochmal unten am Kinn richtig passend machen. Einmal aufsetzen und passend machen. Merci. Genau. Dann geht es normalerweise vorher nochmal auf die Toilette, weil wenn der Gurt erstmal sitzt, ist immer schwierig, muss man ihn erst wieder ablegen. Ne? Habe ich schon hinter mir. Habt ihr schon hinter euch, wunderbar. Dann wandern wir gleich 100 Meter zurück zur Einweisung. Da ziehen wir die Gurte an, Handschuhe und dann gibt es nochmal eine kurze Einweisung. Und dann geht's los. This is what I was dreaming of. Helm auf. Genau. So, halt oben und ich gehen jetzt klettern. Gab es für dich den Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte im E-Sport arbeiten oder das probieren, im E-Sport zu arbeiten? Das war eigentlich letzten Endes einfach eine Entscheidung, die ich in Australien getroffen habe, als es hieß, okay, ich will jetzt langsam aber sicher mal wieder zurückkommen. Und ich habe ja eigentlich seit, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann ich angefangen habe, ich glaube irgendwann so um 2000, 2001 mit ganz normalen, kleineren Geschichten, mal ein Admin beim Cup oder so. Und dadurch, dass ich jetzt schon so ewig dabei war, war einfach immer schon die Option, dass ich im E-Sport arbeiten könnte, wenn ich wollte. Dann allerdings eben studiert habe und den ganzen Kram. Und das Jahr für Australien war auch einfach für mich so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, das gebe ich jetzt nicht auf. Aber ausprobieren wollte ich es auf jeden Fall. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt eben nach Berlin, fange an, ein Jahr lang da zu arbeiten, teilweise immer als Kommentator, dann Projektleiter für die ganzen Seiten, was ich eben noch alles mache. Und der Punkt war einfach, dass ich sagte, ich probiere es jetzt ein Jahr aus, gucke nach einem Jahr, wie es läuft, wie es mir gefällt, wie es passt. Und dann kann ich immer noch hergehen und kann sagen, okay, ich orientiere mich jetzt um. Weil letzten Endes, wenn du es mal rein von einer Lebenslaufperspektive betrachtest, bin ich nach dem Studium für ein Jahr lang nach Australien gegangen, was auf jeden Fall noch ein paar Pluspunkte ist. Bin zurückgekommen und hatte direkt einen Job, bin da jetzt ein Jahr oder kommt drauf an, wie man sich jetzt entscheidet, wie lange ich dann eben noch dabei bleibe. Ja. Und kann auf der Basis dann eben immer noch sagen, dass ich mich beruflich umorientieren will oder eben in der Schiene weiterbleiben.
Das ist ein Job, wo du sagst, damit kannst du deinen Lebensunterhalt auf jeden Fall locker verdienen und deinen Standard aufbauen? Also das Ding mit E-Sport ist einfach, es entwickelt sich krass schnell weiter. Also wenn man jetzt gerade vergleicht, wie sich die ganze Szene mit dem Release von StarCraft 2 verändert hat im Vergleich zu Warcraft jetzt, dann ist es halt wirklich ein Quantensprung. Also das ist Wahnsinn. Und das ist auf jeden Fall eine Nische und auch ein Beruf, der absolut sich nach oben orientiert. Aber es ist halt sehr, sehr utopisch zu behaupten, dass man damit jetzt massiv Geld verdienen würde und dass man ohne ein gewisses Quantum an Leidenschaft das überhaupt machen würde. Also wenn ich mich auf einer finanziellen Basis damals komplett entschieden hätte, dann hätte ich die Entscheidung E-Sports nicht mal im Arsch angeguckt. Dann hätte ich erstmal gesagt so, ich glaube, ihr spinnt. Ja. Aber da halt eben doch ein gehöriges Maß an Herzblut damit reinfließt, war es für mich eben eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich habe auch kein Problem damit, zu einem sehr, sehr niedrigen Gehalt oder Verdienst eben in einem Bereich zu arbeiten, der mir einfach mehr Spaß macht, als wenn ich jetzt bei einer großen Firma, was ja so einer der klassischen Werdegänge ist, als Sachbearbeiter erstmal anfange und mich dann hochbeiß. Ja. Und das kann ich eben immer noch später machen. Und für mich war es eben auch noch ein Punkt, dass ich in der Firma jetzt in Berlin auch nicht einfach nur als Mini-Rädchen oder als neues Gesicht angefangen habe, sondern eben jetzt auch schon seit Jahren dabei bin und dementsprechend jetzt auch gleich mal zum Beispiel für die ganzen Seiten und die Netzwerke, die wir aufbauen, da als Projektleitung mit einsteige und ich eben als Praktikant von der Uni sozusagen komme in die Richtung. Von daher, das hat auch nochmal so ein bisschen eine Rolle mit reingespielt. Aber wenn ich mich rein finanziell entschieden hätte, dann wäre E-Sports nicht mal in Erwägung gezogen worden. Es gibt ja nicht viele Personen, die mit E-Sports oder ihren Alltag durchleben oder als ihren Job bezeichnen können. Was bedeutet das für dich persönlich? Also letzten Endes einfach, dass man sich darauf einlässt, dass man massiv viele Stunden arbeitet. Zwar kann man auf der einen Seite sagen, ja klar, ist ja auch Hobby, aber wenn man eben das Ganze zum Beruf macht, hört es halt irgendwann auch auf, wirklich nur noch Spaß zu sein. Dann mach's, also ich genieße es immer noch, mehr StarCraft-Spiele anzugucken. Ich habe auch immer noch Bock, das zu kommentieren. Wenn du eben zum Beispiel jetzt gerade ein Wochenende komplett durchgecastet hast und dann steht halt einfach zwei Tage später wieder ein Cast an oder ein VOD, das du machen musst, dann kostet es dich teilweise auch schon mal ein bisschen Überwindung, dass du einfach dir wirklich mal sagst, okay, gut, ich hock mich jetzt hin und mach das Ganze jetzt. Und der Spaß ist auf jeden Fall im Vordergrund. Wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Aber es ist manchmal eben sehr, sehr viel. Du musst halt wahnsinnige Stunden abreißen, die du hast, gerade wenn du das Casten noch mit reinnimmst. Es ist ja nicht so, als ob Casten einfach alles ausmacht, was ich tue. Ja. Aber wenn dann das Wochenende eben nochmal drauf geht und das passiert dir drei Wochenende nacheinander, dass Leute weggehen, feiern gehen, du irgendwo einen Geburtstag verpasst, weil du jetzt halt an dem Wochenende das und das große Event ist und du castest da jetzt eben abends komplett bis nach zwei Uhr nachts oder sowas in die Richtung, ist es halt schon hart. Und unter der Woche ist das Ganze auch nochmal damit verbunden, dass wenn du zum Beispiel einen Standard Cup unter der Woche castest, dann geht der halt mal locker bis um 12, 1, sowas in den Dreh rum, was an sich noch nicht schlimm ist. Da ich allerdings auch nicht von zu Hause moderiere, sondern vom Studio aus, kostet es mich um die Uhrzeit nochmal locker eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis ich überhaupt wieder zu Hause bin. Das heißt, ich komme an so einem Wochentag dann manchmal auch nicht vor 3 Uhr ins Bett. Was ich bei dir immer sehr faszinierend fand, egal ob es jetzt in Warcraft 3 war, wo du kommentiert hast, auch unter anderem Manager warst und Forum betreut hast und alles, genauso wie jetzt in StarCraft 2. Du hast immer den eigenen Anspruch, nicht nur im Kommentieren dann gut zu sein, sondern eben auch spieltechnisch sehr, sehr gut zu sein. Also du kannst ja locker mit irgendwelchen Profispielern auch mithalten und gewinnst mal deine Spiele. Du bist ja jetzt auch in der höchsten Ladder wieder in StarCraft 2. Hast du nicht irgendwann mal auch die Überlegung gehabt, okay, das Kommentieren lasse ich mal beiseite, ich will mal irgendwie ein Jahr spielen und damit mein Geld verdienen? Also grundsätzlich ist es in StarCraft momentan so, dass ich zwar sagen würde, ich bin recht gut. Ich bin jetzt momentan in der Master League. Also mittlerweile haben sie noch eine Grandmaster League draufgesetzt, die die Top 200 Spieler beinhaltet. Ich habe mir auch öfter mal überlegt, ob ich jetzt wirklich mich mehr aufs Spielen konzentriere. Mein Problem momentan ist, dass ich viel zu selten wirklich zum Zocken komme. Und wenn ich dann spiele, dann sieht es halt eben auch oft so aus, dass ich mit Kumpels ein 2-on-2 oder ein 3-on-3 mache und das One-on-One ein bisschen hinten liegen lasse, weil One-on-One für mich einfach ein komplett anderes Mindset benötigt. Also wenn ich jetzt ein One-on-One spiele, dann habe ich einen ganz anderen Anspruch daran, wie ich spiele und was ich mache, als wenn ich jetzt einfach mit Kumpels ein bisschen Teamgames zocke, wo ich halt auch mal sage, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt irgendeinen Quatsch oder sowas oder mir geht es einfach darum, mit Leuten zu daddeln, die ich halt kenne. Aber der Gedanke, wirklich mal professionell zu spielen, war schon ab und zu da. Einer der Hauptgründe, warum ich es nicht mache, ist, dass ich persönlich nicht glaube, dass ich die richtige Einstellung und die richtige Art und Weise habe, damit umzugehen. Weil als Pro-Gamer musst du in der Lage sein, Niederlagen einfach auch mal komplett easy wegstecken zu können. Du musst einfach in der Lage sein, wirklich massivst viel zu zocken, zu trainieren, einzelne Taktiken darunter zu brechen. Und ich glaube, das kann ich einfach nicht. Nicht auf dem Level. Nicht um auf einem Level zu spielen, mit dem ich persönlich, wenn ich die Entscheidung treffen würde, Pro-Gamer zu werden, zufrieden wäre.
Und so habe ich an mich persönlich den Anspruch, dass ich gut spielen will, dass ich zumindest mal mitteilen will. Es gibt genug Leute, die deutlich besser sind als ich. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass wenn du kommentierst, dass es nicht notwendig ist, dass du auf einem hohen Niveau spielst oder gut bist, in Anführungszeichen, sondern dass es dir allerdings zumindest mal ein bisschen hilft und auch dein Spielverständnis fördert. Also es hilft auf jeden Fall. Es ist nicht zwingend notwendig, aber wenn du sachlich fundiert kommentieren willst, sollte man zumindest auf einem gewissen Niveau sich bewegen. Und das ist eigentlich das, was ich versuche. Und ich probiere persönlich auch immer wieder ein bisschen mehr One-on-One zu spielen. Werde allerdings niemals versuchen, irgendwie jetzt wirklich hier mit auf einem Level zu sein, wie es die Pro-Gamer. Ein paar Leute werden jetzt bestimmt gelacht haben, an der Stelle, wo du gesagt hast, dass du Niederlagen nicht einfach wegsteckst. Du spielst auch sehr viele verschiedene Spiele. Also es ist ja nicht so, du spielst immer nur dein Spiel, was du spielst, sondern da gibt es auch mal ganz früher mal ein Dota, was du gespielt hast. Mit ja. Leuten, mit denen du spielst, mit Freunden, da gibt es dann auch mal harte Worte, oder? Definitiv. Also ich kann böse ragen. Ich kann richtig, richtig. Also ich meine, ich glaube, es hat sich gebessert. Aber gerade früher habe ich in. Ich habe in Dota nicht nur eine Person zum Weinen gebracht, sagen wir es mal so, in Teamspeak. Ich habe bei Dota auch irgendwann gesagt, dass mir das Spiel persönlich zu viel Zeit kostet und mich zu sehr anfrisst. Also ich habe das selber gemerkt, dass ich, wenn ich irgendwie mehrere Runden gespielt habe, dass ich dann richtig gefrustet war oder frustriert war, je nachdem mit welchen Leuten. Also ich habe hauptsächlich Randoms gespielt, wenn wir mit irgendwelchen Jungs da zusammengewürfelt wurden, die nicht wirklich in ihrem Interesse hatten, dem Team zu dienen oder mal zusammenzuspielen mit den anderen, dann hat sich das einfach massiv Zeit gekostet, massiv viele Nerven und ich habe irgendwann dann einfach entschieden, das war ein Neujahrsvorsatz von mir, dass ich ab jetzt kein Dota mehr spiele. Und seit damals habe ich nicht ein einziges Game mehr gemacht und ich bin gut damit gefahren. Ich überlege momentan mit Dota 2 dann noch ein bisschen einzusteigen, weil ich glaube, dass sich mittlerweile auch einiges geändert hat. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich gerade in so Team-Games da ragen konnte. Und die Leute, die dann mit mir wirklich gezockt haben und mit denen ich heute noch zocke, das sind dann meistens Leute gewesen, die wussten, dass wenn ich mal meine 5 Minuten habe, dass sie dann einfach nur denken, hey, du kannst uns mal ihr Mikrofon oder ihr Headset auf Mute geschaltet haben für 5 Minuten, nach 5 Minuten wieder angemacht haben, gefragt haben, hast du dich wieder abgeregt? Und dann kannst du weitergehen. Du hast ja aber trotzdem auch zu der damaligen Zeit, während du die Teams gemanagt hast, trotzdem auch gecastet und sowas. Würdest du trotzdem sagen, dass du mit dem Carsten jetzt was gefunden hast, was dich ausfüllt, wo du aufgehst und wo du dich präsentieren und zeigen kannst? Ich denke schon. Also grundsätzlich hat sich seitdem viel verändert. Warcraft war noch ein Spiel, das bis zum Schluss hin, am Ende hat sich mich verändert, aber bis kurz vor Schluss war es wirklich so, dass du sehr teamorientiert warst. Es gab Teamligen und eigentlich Clan Wars. Das hat sich schon zum Ende von Warcraft geändert, weil für die Teams einfach nicht finanziell sinnvoll war, ihre Spieler auf Offline-Events zu schicken, die eigentlich jede Liga begleitet haben. Mittlerweile orientiert sich das sehr, sehr, sehr stark in den One-on-One-Modus, was wir auch am Ende von Warcraft gesehen haben, aber jetzt gerade in Starcraft eben sehr, sehr krass sehen. Vor allem, wenn man mal eben überlegt, wie viele Turniere momentan stattfinden, dass es eigentlich fast gar keine Teamligen mehr gibt, dass die Spieler auch an den One-on-One-Ligen eigentlich komplett überfordert sind, ist es eigentlich relativ hart. Und dementsprechend brauchen die auch keine Manager mehr in dem Sinne. Von daher wäre ein Clan zu managen heute ein ganz anderes Aufgabenfeld, als es damals war. Damals ging es um Line-Ups, ging es darum, welche Spieler du in dein Team holst. Heute geht es vor allem darum, um den Leuten eben zu sagen, in welchen Turnieren sie spielen können, solche Geschichten. Und das hat sich einfach, dieses gesamte Bild hat sich komplett verändert. Deswegen wäre das heute für mich wahrscheinlich nicht mehr sowas. Carsten ist schon eine Geschichte, mit der ich mich persönlich recht gut identifizieren kann, die mir auch Spaß macht. Und gerade wenn du dann eben auch mit verschiedenen Spielern eng zusammenarbeitest und von denen persönlich auch die Insights kriegst, ist es einfach absolut genial. Du weißt schon, dass das kleine Mädchen innerhalb von ein paar Sekunden durch war. Ich habe auch kleinere Beine. So, für mich reicht's. Komm, gleich hast du es. Ein Drittel hast du durch. Ich bin so im Arsch.
Hau ab jetzt! Ja, auf! Ah! Heb dich oben fest, dann kannst du stehen. Komm, großer Bursche, oben festheben. Oben, hier. Da. In der Mitte, nicht an den Seilen. Genau, halt dich an der Mitte fest. Und dann immer eins nach dem anderen. Okay. Wow, da ist aber einer am Saften gerade. Komm, oben festhalten, auf. Die kriegst du es auch noch. Bis gleich durch. Doch. Nee. Komm. Geh raus. Mit dem Bein. Alles gut. Alter, bin ich nass. Alter. So, dein Geburtstagsgeschenk und zu Weihnachten zusammen. Oh. Hier. So. Der Galli hat nix. So. Kaldor, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen, nach dem für mich sehr anstrengenden Tag, haben wir uns noch mal so ein merkst kleines... Merkst du schon? Ich merke es auf jeden Fall schon. Was denkst du morgen früh? Ich hoffe, dass ich in einer anständigen Position aufwache, mir anständig die Zähne putzen kann und in den Tag starten kann. Ich bezweifle es, aber ja. Also bevor wir zum Ende kommen, haben wir uns hier nochmal ein kleines, ruhigeres Plätzchen gesucht. Was ich mit dir noch ansprechen wollte, dadurch, dass du ja in Australien warst, hat sich dein Englisch natürlich verbessert. Du hast auch in der Schule LK gehabt, in der Uni Englisch gehabt. Man hat auch von dir auf einer Games Convention schon mal einen englischen Cast gehört oder immer mal. Aber jetzt in letzter Zeit war es auf jeden Fall öfter der Fall, dass du auch mal in Englisch kommentiert hast. Hat es nur mit dem Urlaub zu tun? Fühlst du dich jetzt sicherer oder woher kommt es? Also ich muss grundsätzlich sagen, dass für mich eigentlich schon vorher oder bereits nachdem ich aus Australien zurückkam, einfach so der Wunsch war, ein bisschen mehr in Englisch zu moderieren. Unter anderem, weil ich halt eben mir persönlich gesagt habe, dass ich das Englisch gerne auf dem ungefähr dem Level halten würde, wie es war, als ich zurückkam. Das Problem ist einfach, wenn du die Sprache nicht spricht, dann verlierst du sie zwangsläufig irgendwann. Mhm. Du wirst zwar vielleicht einfach vom Hören immer noch auf demselben Level sein, dass du in der Lage bist, die verschiedenen Akzente rauszuhören und eben auch ein bisschen Slang verstehst und alles, dass das kein Problem ist, aber der aktive Wortschatz bildet sich halt irgendwann zurück und du verlierst einfach diese Übung, die du hattest. Deswegen wollte ich grundsätzlich auch schon ein bisschen mehr Englisch moderieren, habe dann immer so ein bisschen mit geliebäugelt, ob ich mal VODs auf Englisch aufnehme. Und der Grund, warum ich dann irgendwann wirklich geswitcht bin, oder eigentlich nicht geswitcht, sondern warum ich das beides momentan mache, lag einfach dann daran, dass dieser Assembly-Cast damals dermaßen gut halt ankam,
der war noch in Deutsch, aber der englische Cast war wohl nicht so ganz der Burner. Ich weiß nicht genau, was damals schief lief auf dem englischen Stream, ob das jetzt Lag-Probleme waren oder einfach für die Qualität vom Stream, aber letzten Endes sind die Leute halt alle rüber gewechselt auf den deutschen Cast und haben irgendwie einen abgefeiert, weil sie halt diesen kahlköpfigen Deutschen da, der irgendwie wie bekloppt da ins Mikro gebrüllt hat und abgegangen ist wie Schmitz' Katze, super cool fanden. Und nachdem ich dann mitbekommen habe, dass von Team Liquid und Co. dermaßen viele Leute, die nicht Deutsch als Muttersprache haben oder auch gar nicht verstanden haben, dort auf dem Stream gelandet sind, habe ich dann auch ab und zu mal kurz auf Englisch reingeswitcht, um die Leute einfach mal so ein bisschen abzudaten, was momentan gerade passiert. Und die sind halt alle abgebrochen, so nach dem Motto, hey, der Typ, der kann ja auch Englisch, das soll er halt mal auf Englisch moderieren. Und das war eigentlich so der Auslöser, warum ich es dann wirklich mal gemacht habe und gedacht habe, okay, probierst das mal aus. War mir nicht ganz so sicher, wie kritisch die jetzt sind, weil du halt als Nicht-Native-Speaker immer einen gewissen Akzent haben wirst. Den hören zwar, denke ich, gerade Deutsche ein bisschen mehr, weil sie eben auch zum Beispiel Mittel, die ich über den Satzbau einfach aus der Muttersprache mitnehmen, eher erkennen als jemand, der es kein Deutsch kann. Aber es war für mich halt vor allem eine Frage wegen dem Wortschatz. Weil wenn ich das Ganze jetzt mit einem Native Speaker vergleiche, der wirklich einen deutlich breiter gefächerten Wortschatz hat als ich selbst, dann kann er natürlich ganz anders kommentieren. Aber grundsätzlich, was ich dabei halt nicht so ganz beachtet habe und was momentan eben auch so ein Faktor ist, warum ich auch weiterhin Englischkasten werde, ist, dass es eben nicht nur bei den Muttersprachlern, sondern eben auch bei gerade bei den Leuten, die Englisch nicht als Muttersprache haben, eigentlich eine sehr hohe Toleranzgrenze ist. Die haben kein Problem damit, wenn da ab und zu mal ein Akzent mit drin ist. Du hast ja selbst alleine bei den Engländern zum Beispiel 50.000 verschiedene Akzenten, da versteht einer aus dem Norden, versteht nicht, was einer aus dem Süden erzählt. Die verstehen sich ja teilweise selbst nicht. Und die Akzente im Englischen sind einfach so breit gestreut, dass da nicht wirklich jetzt jeder Kieselstein umgedreht wird. Das ist ein bisschen anders, was die Kritiken angeht, jetzt wenn, als wenn du es zum Beispiel mal mit Deutschen vergleichst. Aber grundsätzlich ist das Feedback bis jetzt sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt gerade mit Copenhagen Games und Co. zum Beispiel also auch einige Events gehabt, die mich wirklich angesprochen haben, ob ich für die Englisch casten will. Was für mich natürlich auch absolut geil ist. Also ich meine, das ist für mich halt auf der einen Seite ein Kompliment, aber gibt mir so eine gewisse Bestätigung auch, dass die englischen Casts auf jeden Fall ein gewisses Niveau haben, dass es eben für Veranstalter auch interessant macht, mich nicht mit deutschen Casts anzusprechen, sondern obwohl es halt eben Leute auch in Europa gibt, die in Englisch kommentieren, dass sie halt eben mich rauspicken und sagen, hey, wie sieht's aus, hast du Bock, das zu casten? Und das finde ich dann natürlich dann extrem geil. Wie ist es für dich als Caster, beziehungsweise nicht nur als Caster so, sondern auch als Spieler, wenn du ein schlechtes Spiel ablieferst, gibt es direkt irgendwelche Kommentare, die dich komplett zerrupfen, sowas gibt es auch bei den Casts und sowas, wenn du als Kommentator irgendwo bist. Wie verarbeitest du das? Kannst du damit gut umgehen oder wie nimmst du das persönlich auf? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Man kann nicht jede Kritik wirklich ernst nehmen, weil vieles eben auch keine Kritik, sondern einfach nur Bashing ist. Das ist gerade in letzter Zeit natürlich immer so ein bisschen in Mode, dieses nette Getrolle, dass man einfach irgendwelche blöden Sprüche drückt, egal ob sie angebracht sind oder nicht. Und gerade in Deutschland bist du eigentlich, also wenn ich mal vergleiche mit Feedback aus anderen Ländern, wenn ich mal vergleiche mit Feedback auf Team Liquid oder anderen Seiten, muss man sagen, dass Deutschland halt ein verdammt unnahbares Pflaster ist. Das war es schon in Warcraft. Die Leute gehen oftmals nach dem Motto vor, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und das ist teilweise wirklich sehr, sehr nervig. Du hast zwar Leute, die dir positives Feedback geben, aber es gibt halt eine breite Masse, die sich einfach, was heißt nicht, nicht traut, aber die einfach nicht in der Lage ist, mal den Mund aufzumachen und zu sagen, okay, das war gut. Aber sobald dann irgendwas abläuft, was ihnen nicht gefällt, was ihnen nicht passt, ist das Geschnatter eben groß. Und das ist im deutschen Raum, finde ich, sehr nervig. Auch im Warcraft-Bereich zum Beispiel war das Gemotze immer riesig. Man muss sagen, dass wir in Deutschland eine Szene hatten, die ihresgleichen gesucht hat. Also was die deutsche Infrastruktur für den E-Sport in Europa geschaffen hat, das sucht seinesgleichen. Das ist vollkommen egal, ob das jetzt um Levels wie GameSports geht, um Freaks4U, ob das mit der ESL zu tun hat, das ist ganz egal, aber es gab einfach einen Haufen Leute, die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben, gerade die Caster. Wir hatten so viele deutsche Caster, die wirklich hier ihre Freizeit investiert haben und da ihr Herzblut reingesteckt haben. Und seitens der Community ist das Einzige, was man eben gehört hat, das finde ich scheiße, das finde ich scheiße, was er dann da gesagt. Und es gibt nicht nur einen Caster, der deswegen eben aufgehört hat, der zwar gut war, auch versucht hat, sich zu verbessern, der aber irgendwann gesagt hat, warum soll ich denn bitte schön noch weitermachen, wenn die Leute sowieso nur motzen. Und wenn du da nicht ein gewisses dickes Fell hast, dann kannst du da auch nicht Caster bleiben. Ich habe für dich noch ein Geschenk am heutigen Tage, dafür, dass wir mit dir den Tag durchleben durften, den Tag begleiten durften. Dafür, dass ich dich foltern durfte. Dafür, dass du dich auch noch mega mies quälen durftest. Ich dachte, das war mein Geschenk, dass ich deinen Schmerz besser ins Gesicht sehe. Ich habe noch etwas mehr, und zwar kriegst du eins der Unikat-Shirts
von Knochens E-Sport Sofa. Sag mir aber bitte, dass ich nicht anziehen muss. Du musst es nicht anziehen, aber vielleicht solltest du deinem Kinderwunsch jemand nachkommen, dass es dein Kind trägt. Das ist das allererste, das es angezogen bekommt. Sehr gut, ja. Ja, ansonsten vielen Dank für den Tag. Wir haben sehr, sehr viel über dich erfahren. Vor allem, dass du auch sehr gerne redest. Aber als Kommentator ist das ja eins der Hauptziele auf jeden Fall. Das hast du ja hoffentlich wohl schon vorher gewusst. Das habe ich vorher gewusst. Aber auf diesen Tag habe ich mich auch gefreut. Vor allem auf das Fitnessstudio. Also wir haben viel erlebt. Und ich werde sogar auch ein paar Tage länger was davon haben. Das werde ich euch mehr hoffen. Ja, also war auf jeden Fall ein cooler Tag. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke für das Einladen. Ja, sehr gerne. Und viel Erfolg weiter natürlich mit dem Kommentieren, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und dass man noch lange Zeit viel von dir sehen wird. Herzlichen Dank. Mach's gut. I am the Messiah and the King of Kings. Sings. But I know where I came from, the land of weapons and fists. I understand the power of song and that dreams are made of this. For this is rock and roll, I got a rock and roll soul, and we are freedom fighters. Shine on, shine on, before that music passes to you. Shine nur kurz anziehen. Wenn wir schon dabei sind. Ein echter Kaiser. Hattest du die einmal vom Stream an? Klar. Das ist eine Rockabilly-Frisur. So, jetzt kannst du noch ein paar Fragen stellen. Ich habe keine Fragen mehr. Also, ich habe genug Fragen, aber ich habe Angst vor den langen Antworten.